Wer ist dieser eine Dislike und warum hasst er mich? Das sieht gut aus. Guten Morgen, meine Freunde. Also für mich guten Morgen. Für euch, weiß nicht, wann ihr das Video schaut, bestimmt meistens am Abend. Also hallo und willkommen zu einem weiteren Bulk-Vlog von meiner Seite, meinerseits. Und heute lasse ich mich, beziehungsweise wir, denn wir werden heute ein paar mehr in dem Video sein, von nichts unterkriegen. Denn heute steht Arnes großer Wettkampf an und er ist aufgeregt. Er hat mir heute früh schon geschrieben. Ich bin tatsächlich auch aufgeregt, weil ich echt extrem viel im Fieber und ja, das Ganze natürlich mehr als live mitverfolgt habe, ihm sogar angeboten hatte, dass er bei mir nächtigen kann eine Woche, falls er mit seiner Low-Carb-Phase seiner gnädigen Frau ein bisschen auf den Senkel geht. Also ich stehe da voll hinter ihm und bin echt, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf den Trip, ich freue mich auf den Wettkampf. Es ist eine geile Erfahrung für ihn auf jeden Fall und einfach das mal anzusehen. Ja, da habe ich auch riesen Lust drauf. Wer weiß, vielleicht habe ich auch nächstes Jahr so eine Form, wo ich dann sage, da gehe ich auch mal auf den Wettkampf. Ist noch alles so schwankbar. Es gab mal so eine Anfrage, beziehungsweise ich habe zwei Anfragen bekommen bezüglich dessen, wo ich mich verpflichten konnte, auf den Wettkampf zu gehen nächstes Jahr. Ich habe gesagt, aber nein, weil ich mich einfach nicht verpflichten will, sondern mir das offen lasse. Weil ich weiß nicht, was ergibt sich nächstes Jahr, wo stehe ich nächstes Jahr, das kann ich noch nicht sagen. Und dann ist man verpflichtet, auf den Wettkampf zu gehen mit der ganzen, sage ich mal, Diätphase, die doch ja doch nicht einfach ist. Auch fürs Gemüt und für den Kopf, die Konzentration etc. pp. Was steht heute an? Wir gehen selbstverständlich trotzdem ins Training. Das heißt, eine ganze Truppe, wir sind ein paar mehr Leute. Das werdet ihr dann nochmal sehen. Wir bekommen auch Besuch von außerhalb. Der ein oder andere kennt den guten Herren. Ich hau mir jetzt erstmal meinen Polska Cake rein. Irgendwie komme ich davon echt nicht weg. Ich habe da derbe Bock drauf. Und mit diesem Ahornsirup, oh Gott, das schmeckt so geil. Ich muss ihn ein bisschen sputen. Wobei, auch hässlichen Grenzen. Es geht eigentlich nur darum, dass ich mir den schnell reinhau, damit das auch mit der Verdauung und dem Training klappt, damit ich nicht mehr voll mal trainieren muss, denn da stehe ich überhaupt gar nicht drauf. Aber aktuell habe ich so einen Hunger. Ich habe gestern so viel gegessen, also easy 4000 Kalorien, wenn nicht mehr, und ich hatte so einen Kohldampf abends, als ich mich ins Bett gelegt habe. Dann habe ich mich um 20 vor 12, wo ich nach der Arbeit kam, ich hatte um 11 Uhr Feierabend, habe ich mir dann nochmal einen Joghurt gegönnt, nochmal mit Rohzucker, volle Kanne und eine Banane, und ich hatte trotzdem Hunger. Also aktuell echt, mein Körper frisst wie unnormal. Heute früh auf die Waage gestellt, 92,5 wieder, ein bisschen runtergegangen, aber ein bisschen Wasser, dies, das, also nicht errede wert. Und ja, ich hau mir jetzt nochmal dementsprechend meine klassischen Supplements rein. Auf jeden Fall nochmal hier Jomo Gerstengras, da bin ich ja gerade am Testen, das habe ich letztens gar nicht erwähnt, dass ich mir das auch nochmal reingehauen habe. Zink, Vitamin D, Omega von Olymp und ein Creatin gibt es auch nochmal. Den Polska Cake mit Ahornsirup, wie ihr das eigentlich von mir kennt. Und dann geht's los ins Gym, beziehungsweise warten wir auf meine Freunde, Leute, Bekanntschaften, und dann geht es los. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. Giftig! Oh, schmeckt so traumhaft! Endlich im Gym angekommen mit unserem
Arne, Kollege, trockene Arne. Trocken. Trocken. Arne, ein bisschen Weich. Trocken. Weich. Zeig mir deine Beine. Sexy geworden. Da, man sieht was. Auf jeden Fall. Sehr geil. Wo ist Lucky Boy? Ist auch am Start. Lucky Boy, live dabei. Oh, that ass. Zeig uns deine Beine. Heute ist Beintag. Ja, da geht was. Natural nicht möglich. Okay. Erste Mal Beintraining seit? Drei Wochen. Läuft trotzdem. Er hat gehalten. Ja. Trotz Diät nicht. Nicht. Komm mal rein. Und natürlich haben wir einen Special Guest, Mr. Jim Knight. Sein Gesicht werdet ihr niemals sehen. nur seine Maske. Booster Jim Knight, das große Geheimnis. Und eine Dame haben wir heute auch am Start. Toni Poo. Wer kennt sie? Warum heißt du eigentlich Toni Poo auf Instagram? Ja, lass doch mal. Bitte? Winnie Poo? Ja, nein, Spaß. Ich weiß nicht, ich hab's. Die Studenten nehmen zu viele Drogen, das haben wir ja schon durch. So. Also starten wir jetzt mit Bankdrücken. Also heute ist hier ist Chest Day bei mir. Ich habe jetzt einen Push Day mehr. Das bedeutet 4 Brustübungen. Und wow. Hast du Lust drauf? Nicht motiviert. Ja? Okay, ich muss jetzt mal 5 Sätze aufwärmen. Also bis gleich, Leute. I need you.
hinten nach Ralf steht Abholzkacke. Ja. So, wovon redet ihr gerade? Von Trenobol. was ich alles bei. Okay. Ja. Genau. Hat er dann mal ein, zwei Wochen nicht genommen und war bei seinem Vater. Ja. Mit deiner Mutter und so. Ja. Wir reden über das schöne Kreatin. Angenehm. Naja. Egal, aber gar nicht. Nehmt ihr es dauerhaft oder an Kuren? Dauerhaft. Ja, auf jeden Fall. Dauerhaft. Intravenös ist das, ich lebe davon. Der Körper produziert das ja auch nicht in Kuren. Ja. Ich hatte bis vor kurzem hatte ich hier eigentlich immer BCAAs. Und jetzt habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich habe sie aufgebraucht. Dann habe ich gedacht, ich lasse es erstmal ein bisschen sein. BCAAs. Weil, so wie ich, wenn die Informationen richtig sind, über die Studien, das ist nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Weil wenn du... Zwingend notwendig ist ja eigentlich gar nichts, oder? 1,5 außer Mineralstoffe. Proteine zum Beispiel zu dir nimmst. Pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Dann reicht das schon aus. Das ist jetzt natürlich die Frage, was für Proteine. Ne? Ja. Sehr viele rechnen ja alles. Ja. Dann gibt es jetzt zum Beispiel also richtig die Hardcore-Bodybuilder, die rechnen ja das Protein eigentlich nur aus dem Fleisch. Ja. Zum Beispiel das, was im Reis drin ist oder in Nudeln oder so, das wird gar nicht angezählt. Ja. So, da geht es wirklich nur um die Qualität des Proteins. Ja. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel Vegetarier bist, das ist ja, was sehr viele ja immer schimpfen. Ja, ich, ne? Ja, es ist ja wirklich so. Die essen, irgendwie sagen wir Nudeln und dann hier heißt es Protein ist Protein. Das stimmt aber nicht. Ja. Man braucht einfach diese essentiellen Proteine und Aminosäuren. Sonst auf Dauer geht das so, der Körper kompensiert es. Ja. Aber bei sehr vielen Vegetariern, vor allem Veganern, ist das so. Die werden einfach vegan. Das ist so ein bisschen so dieses Lifestyle. Ja. Aber achten gar nicht auf die Hintergründe. Du kannst zwar vegan leben, man muss aber erstens ergänzen und man muss die richtigen Nährstoffe zu sich nehmen, um, sage ich mal, dauerhaft auch gesund zu bleiben. Zum Beispiel habe ich eine Bekannte, die ist auch Veganerin und der geht es halt gar nicht gut aktuell, weil die halt, sie merkt das, sie hat selber gesagt, sie merkt das, dass sie jetzt, es ging ja lange Zeit, zu Anfang ging es ja wirklich gut, der Körper blüht auf, sage ich mal. Ja. Und dann, sie hat halt gar nicht drauf geachtet, immer nur Haferflocken, ein bisschen hier, ein bisschen da, Nudeln und so und halt nicht wirklich keine Bohnen, keine Ergänzung, weil sie treibt auch ein bisschen Sport, also nicht heavy. Und das hat sie gemerkt, sie sagt, sie wird jetzt irgendwie, sie wurde im letzten Jahr 4-mal krank. Ja, okay. Und ihr Körper kann das irgendwann nicht mehr kompensieren. Und das fängt an bei den Haaren. Die Haare sind voller Proteine, die Körperzellen, die Fingernägel, eigentlich alles. Ja. Alles. Und sind die Haare zum Beispiel, sag ich mal, brüchig oder sonst was, dann kannst du auch jede Haarkur nehmen, die du willst. Da kannst du Garnier Schwarzkopf kaufen, das wird alles nichts helfen. Ja. Das fängt alles im Körper an. Ja. Das ist einfach. An die Veganer, aufpassen. An die Veganer, genau. Komm mal dahin. Ist jemand von euch vegan oder so? Nein. Südländer gibt es das nicht. Ich bin Veggie. Allein ist Veggie. Warum bist du Veggie? Vom ethischen Aus ethischen und moralischen Gründen. So, guck mal, wir sind ja an sich, wenn wir der größte Rinderexporteur der Welt. Aber, wir aber ja, kann man natürlich jetzt auch darüber diskutieren, ne? Ja, jeder so, wie er mag. Am Ende des Tages müssen wir alle glücklich sein mit dem, was wir tun. Ja, schön, ich habe keine Ansage gemacht, ne? Wir haben einfach losgesammelt. Oh oh. Das machen wir mal so, wir parken gleich und du machst eine Ansage und dann stellst du es davor. Ja, ja das wäre so. Jeden, gut. Jo, Freunde, das Training ist durch. Wir sind jetzt natürlich schon 5 Kilometer gefahren. Jo, wieder New Saigon, wie immer. Diesmal zu viert, Luca, Mr. Tunge, Antonia und ich und Mr. Gym Knight ohne Kopf. So. Nee, halt löschen und nochmal. Was genau? Oh nein. Ne? Und was haben wir? Ich habe jetzt hardcore viel Reis, weil ich weiß, heute viel on Tour. Das heißt tanken, tanken, tanken. Und klassisch Cashew Hähnchen. Die junge Frau hat Partei, Nudeln, genau. Nudeln, Tofu und Gemüse. Das ist auch 33. 33, extra Fleisch, extra Reis. Extra Fleisch, extra alles. Und die gute Gym Knight hat das gleiche wie ich nochmal. Nur, dass du mehr Reis in hast. In dem Sinne, hör auf, meinen Reis zu klauen. Das ist mein Reis. Meint doch gar nicht. Du, hast schon so, du guckst schon so komisch. Guten Appetit. Yes. Hallo meine Freunde. Nur mein halbes Gesicht ist drauf, weil diese Kamera zu wenig Winkel hat. So. Oh shit. Jetzt ist mein ganzes Gesicht mit Schatten drauf. Ja, wir sind sehr... Warte. So. Nein.
Setz die Maske auf! So, perfekt! So, wir sind jetzt zu dritt. Also der Gym Knight, die Toni und meine Wenigkeit ist auf dem Weg nach Fulda. Wir haben jetzt noch 322 Kilometer, sind um 10 vor 8 da. Da haben wir sogar die Zeit eingeholt. Wir standen vor 8 Uhr etwas. Warten wir es mal ab. Und dann steht große Futtern an. Wir haben natürlich Meal Prep, ganz vorbildlich für morgen früh. Für die Minigames. Für morgen früh. Ich habe mir meinen Müsli eingepackt, was ihr ja schon kennt. Leider kein Toaster Cake dieses Mal. Und ihr keine Mikrowelle im Hotel haben. Wanna ride? Ich fahre, glaube ich, viel zu schnell, weil ich so viel sammel. Fällt mir gerade auf. Ja, das war's auch. Mehr Content gibt's jetzt nicht hier. Spannend. Schade Schokolade. Spannend. Raststätten-Party, kurzen Kofferraum, ein paar Gains safen. Mr. Gym Knight kann nicht nur geile Posts auf Instagram verfassen, sondern auch geile, heftige Protein-Riegel machen, die extrem heftig schmecken. Was ist da drin? Alpha-Blocken, Protein-Crispies, Cranberries, Mandel, Mehl, was war noch drin? Kokosraspel, also. Und Mandelmus. High alles. Aber schmeckt übertrieben geil. Kann man sich mal gönnen. Nee. Das war was hängen. Ja, das war hängen. Läuft. Mit dabei natürlich meine Haferflocken. Nicht zu vergessen. Und die bekannte Tapir-Waage, die glaube ich jeder YouTuber hat. Ich glaube, die hat Oscar, die hat, wie heißt das hier, Manuel. Und was habe ich noch Gutes mit? Gefrorene Früchte für morgen früh nochmal. Meine Früchte-Mix doppelt. Mein Nackenhörnchen, falls ich mal nicht fahren muss. Und ganz viele Supplements. Jomo, Gerstengrad, Presslinge to go, Kreatin und jeglichen anderen Blödkram. Da oben haben wir noch Kohlenhydrate, Pulver, Protein, dies, das, alles, was man kennt. Milch für die Veganerin. Egal, was für vegan. Veggie. Vegetarisch. Weiter geht's. So, heil und munter angekommen im Hotel. Die Frisur sitzt immer noch. Wir wurden geblitzt. Ich zum Glück nicht, sondern die gute Frau. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt auf eine kleine Roomtour. Über das Hotel gibt es nicht viel zu sehen, außer ein Bad, was irgendwie so aufgestellt ist, wie irgendwie, als ob das so eingebaut ist, ne? So ganz komisch. Ja, so ein komischer Container. Als ob das so einfach so ein Container hier reingestellt wurde. Es riecht nach dem, nach der Scheiße, glaube ich, davor vor. Vom, wie sag mal, Vormieter. Das war's eigentlich. Jetzt warten wir jetzt nochmal auf Arne. Mr. Gym Knight und ich. Sein Kopf liegt da. Und er steht da. Haben wir dich auch im Bild? Scheiße. Muss ich wieder cutten. Mann! Doppel wie. Verdammt schwer! Doppel wie lang? Warum trägst du deine Maske nicht? Wir drehen beide für einen Channel. Ja, genau. Just for you! Wie seid ihr angekommen? Oh, extrem Essen fahrt, ja? Oder? Echt? Ich fand die Autobahn extrem scheiße, ey. Seid ihr auch über die A7 gefahren? Ja, wir sind ja. Gab es einen anderen Weg? Ja, und dann wechseln, ne? Und dann wechseln. Ganz viel Stau und ganz viele Blitzer. Genau, und gleich gehen wir nochmal was mampfen. Mr. Arne kriegt nochmal noch Hähnchen noch und entwässert und isst jetzt ganz viel Salz. Nicht. Und dann sehen wir uns gleich nochmal in unserem Post-Trip-Meal.
Peace. Kein großes Geheimnis, Subway, ihr kennt es, wie immer eigentlich, Teriyaki Maki, leider mit hellem Brot, da es nichts anderes mehr gab. Schön draußen in Fulda, Fulda City, hier ist tot, tote Hose am Hauptbahnhof, nichts los. Ist der Hauptbahnhof? Ja, ist der Hauptbahnhof. Es kommt vor wie der Bahnhof irgendwo im Nichts. Vorne Serviette, hat keiner was mitgemacht. Easy, guten Hunger. So, Mr. Jim Knight, natürlich immer in Maske. Er pennt auch in Maske. Ich habe ihn nämlich darum gebeten, weil das sonst meine Illusion zerstört. Genau. Wir löffeln heute nämlich. Hashtag no homo. Und sind jetzt vom Subway zurück, haben beide noch tierisch Hunger. Aber der Kollege hat ja noch ein paar Riegel. Die ziehen wir uns noch rein. Und ich habe noch ein paar Bananen. Und ich habe noch mein Gluco-Slow-Zeug. Das haue ich mir jetzt auch noch mal rein für Kalorien, weil ich bin definitiv im Defizit und das wollen wir nicht haben. Ich finde, meine Form ist auch in Ordnung für den morgigen Wettkampf. Ich bin trocken genug. Ich bin trocken genug, ich fühle mich bereit. Bauchmuskeln sieht man auch ganz gut. Ja, super. Also drückt mir bzw. Arne und mir die Daumen. Natürlich nur Arne. Ja, das Video wird höchstwahrscheinlich heute nicht online gehen. Wenn ihr es seht, sind schon 2-3 Tage her, denn das WLAN hier ist grottenschlecht, wie erwartet. Von daher, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ein kleiner Trip-Ausdruck. Dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder, wenn das wieder heißt, Training aus Hamburg. Moin, moin.